Och nee, schon wieder ein Regalvideo. Ich habe euch gefragt, ob ihr das Video dazu sehen wollt. Ihr habt zugestimmt, ja, wir wollen ein Video zu dem Regal. Also werde ich das Video heute machen. Da ich jetzt noch ein Zwischenbrett brauche, habe ich mir jetzt so ein altes Brett genommen. Hier ist allerdings noch eine abgebrochene Schraube drin. Das Stück kommt weg und es wird ein bisschen schmaler zugesägt. Ja Leute, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was gerade passiert ist. Warum ich so viele Zwinge jetzt hier habe. Der Korpus, der ist ja in Ordnung. Allerdings, das innere Teil, was ich jetzt zusammengehämmert habe, ist komplett auf Spannung. Ich wollte es nicht zu locker haben und habe das natürlich ein bisschen enger gemacht. Jetzt ist das aber so, dass das in sich so ein bisschen sich verzieht. Das heißt, ziehe ich das hier zusammen, drückt sich das da raus. Deswegen ist das nichts mit Flachdübeln und Verleimen, weil das komplette Teil ist, Innenteil ist so ein bisschen auf Spannung. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, das Ganze doch zu verschrauben. Ich wollte es vermeiden, ich wollte das nicht. Ich bin ja froh, dass das wenigstens alles im Winkel ist, dass das trotzdem gut ausschauen wird. So, eine leichte Markierung. Wir werden das Ganze nachher sowieso noch abschleifen. Jetzt wollen wir ja, den Rundstab einsetzen, den hier. Und der ist 10 mm dick, 10 mm Bohrer rein. Mein Problem ist jetzt gerade bei solchen Bohrern, also bei denen vor allem, wenn wir da jetzt rein in das Material hineintauchen, zieht sich der Bohrer voll in das Holz rein und zerstört hier die gesamte Oberfläche. Da müssen wir natürlich mit einer hohen Drehzahl und einem sehr, sehr geringen Vorschub rein, erstmal leicht anreißen und dann erst eintauchen. Sonst habt ihr oben wirklich, ja, reißt euch das ganze, der Bohrer das ganze Holz weg und dann sieht es am Ende nicht schön aus. Und ich versuche das natürlich auch optimal hinzukriegen. Es muss nicht viel sein. Wichtig ist, dass der Schraubenkopf schön versenkt ist. Alles drumherum schön sauber, keine Ausrisse, das war mir sehr, sehr wichtig. Drücke ich den Stab hier ordentlich rein.
Haben wir hier die Sägezähne auf der anderen Seite mal mit Klebeband zu. Damit, wenn ich jetzt so säge, damit es hier nicht anfängt zu kratzen. Die letzten Schritte, die sind jetzt auch durch, bis auf die Kisten, die ich irgendwann demnächst noch bauen werde. Aber das Regal ist schon mal fertig. Es ärgert mich natürlich, dass ich das Ganze nicht schraubenfrei bauen konnte. Aber man sieht wirklich sehr wenig davon, von diesen Dübeln. Ich werde natürlich noch ein paar Detailaufnahmen zeigen. Ein paar Fehler sind zu sehen. Die sind jetzt nicht so tragisch, aber hätte man natürlich etwas präziser, sauberer gearbeitet, wäre auch das nicht passiert. Ich nehme die Kamera mal kurz in die Hand, dann zeige ich euch das mal. Und zwar sehen wir hier einen Spalt. Da habe ich ein bisschen zu breit gesägt, deswegen sieht man das jetzt auch. Dasselbe ist mir hier noch einmal passiert. Dann hat sich das hier wiederholt. Also, das meine ich. Man muss natürlich gucken, dass man da wirklich, wirklich sauber arbeitet. Und die Dübel an dem dunklen Holz erkennt man das natürlich extrem. Hier beispielsweise, weil da einfach mitten in der Maserung so ein rundes Stück Holz drin steckt. Deswegen sieht man das. Als Schulnote würde ich mir da ja so eine 4 gerne 4 geben, ausreichend. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, bis auf die kleinen Mackenfehler, bin ich mit dem Projekt eigentlich sehr zufrieden. Vor allem, wenn es, wie gesagt, an der Wand hängt und da die Kisten reinkommen, dann fallen halt auch diese Kleinigkeiten nicht mehr auf. Liebe Freunde, ich verabschiede mich. Mein Kopf ist am Qualmen. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.